willkommen zum K-Pop World Festival Vorstand in Österreich 2021. Yeah! Kandidaten. Ein Wahnsinn, wie schnell es vorbeigeht mit 10 Leuten. Wir werden jetzt die Jury beraten lassen. Ich glaube, ihr versteht, dass das ein bisschen Zeit in Anspruch nehmen wird. Ich fand, dass alle super waren. Also ich bin halt ein K-Pop-Fan und ich habe halt sozusagen verschiedene K-Pop-Gruppen auch dann gesehen. Okay, und was war jetzt deine Lieblingsperformance? Hype One, 7X und die Unit G. Uff, ich glaube 7X. 7X ist sehr powerful. Okay, und wieso hat es dir so gut gefallen? Powerful. Es ist extrem stark einfach. Na, also, ich will nicht beiß sein, aber... Na, ich glaub, ganz ehrlich, ich fand Maria und Olga voll gut. Extrem. Warum fandest du sie Weil gut? Weil sie so synchron waren und ihre Facial Expression waren auch gut. Die Performance, ihre Ausstrahlung. Ja. Maria und Olli, ja. Mia und Olli. Mia und Olli waren sehr gut. Auf jeden Fall die Energie. Die Energie war crazy. Also so eine Energie hat man sehr, sehr selten in so, auf so Wettbewerben. Und ich finde, das ist einer der besten Wettbewerbe, die ich halt gesehen habe. Und ich finde, das Beste war einfach wirklich die Energie. Es war bitte! Eine Solo-Person, die auch Bardot ganz alleine tanzen muss. Ne? Man muss nämlich überlegen, wie können die Leute, die nur so einiges weniger sind, interpretieren. Da war so ein Duo, zwei Mädels, die auch so ein, das Lied kannte ich nicht, aber so ein Reggaeton-inspired, die haben das zu zweit super gemacht. Also die waren voll fresh und funky, genau, genauso wie das andere Duo. Aber im Grunde waren alle super. Wir werden unsere Gewinner verkünden. Wir haben 4 Preise. Seid ihr ready? Ja! Der 4. Platz geht an Jungsan. Wir bitten unsere beiden 2. Plätze. Einmal ist das Hashtag Shop und 7X. K-Pop World Festival 2021! Fighting! Not shy, not shy, not me, not it, but that, also that, cause I'm not shy.